Alright. Ein interaktives Gespräch haben wir hier noch. Hallo, Connor. Hallo. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, nichts, worum du dich sorgen musst. Ich will nicht aufdringlich sein, aber wenn es irgendetwas gibt, wobei ich helfen kann, tue ich es. Schon gut. Connor weiß bereits die Hälfte. Wie schon erwähnt, wollen wir ein Kind bekommen. Schon sehr lange. Bisher wurden wir nicht gesegnet, keinmal. Das zerrt mit der Zeit an den Nerven. Man kann so etwas nicht erzwingen. Die Natur wird euch ein Kind schenken, wenn die Zeit reif ist. Wir hoffen, du hast recht, Connor. Aber wenigstens leben wir hier in Frieden. Genau, man kann nichts erzwingen. Noch irgendwo irgendwelche Missions. Miriam. Das ist das Herrenhaus. Das Mission. Alright. Dann würde ich sagen, auf geht's zur Mission. Wo ist Achilles? Der gute Alte. Wo hat er sich diesmal versteckt? Hinter dem Stall? Wo auch sonst, ne? Dann reden wir mal mit ihm. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Redun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Sehr erfinderisch, wie man Geld beschaffen kann. Ja, ja, die Templer, die guten Alten, ne? Immer sehr, sehr aktiv. Dann werden wir uns wohl William Johnson mal krallen. Oder nicht? Ich würde sagen schon. Na, du bist so ein guter Junge. Alles klar, wo ist der Feind? Die Nagene der Radit, Ganusse, den Johnsons, die und der Rockstar. Guahigan, sie wat ne Ganun hardat und hagedum. Da guah der hardat guah ganto.
Sehr gut. Zurück mit dir, du mieser Feigling. Am besten haust du jetzt ab oder du kommst her. Sehr gut, Giftpfeile. Sehr schön. Bleib mal ein bisschen unentdeckt. Okay, die zwei vorne interessieren mich mal jetzt nicht. Okay, komm her, dann kill ich dich. Mehr sage ich dazu nicht. Will sie mich wirklich als Feigling bezeichnen? Bist du dir da ganz sicher, sie ist wohl überlegt? Warum?
Sind nicht böse, ne? Unbemerkt erreichen. Ist leider fehlgeschlagen. Zu langsam. Expeditionen, die dein Volk gegen uns ausschickt, bewusst. Wie meinst du das, mein Volk? Wir sind alle eins. So sollten wir auch handeln. Wie? Indem wir dir unser Land überschreiben? Dann sind wir alle eins. Wir sind in deiner Schuld. Vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie sie es immer taten. Haben sie uns nicht hergeführt? Auch dafür den Grund. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen! Fort! Komm sofort her! Mir doch egal, ob ich davon renne, komm doch einfach zu mir und ich kill dich. Zurück mit dir, du mieser Feigling! Komm sofort her!